diese Anfangsphase der Partie an. Li Xiaoxia im Hintergrund gegen Ding Ning. Oh Mann. Jetzt jeden Ball spannend werden. Genau. Über die Stärken, über die Schwächen. Die war auch schon mal die Nummer 1 der Welt, 2008. Die größte Konkurrenz, die kommt natürlich aus dem heimischen Lager. Eine Spur moderner Tischtennis und Ding Ning ist sehr klassisch und beideseitig gleich stark, aber Li Xiaoxia kann vom Tisch, hat sie auch Variationen und Power und sie ist, ihr Tischtennis ist die beste der Welt. Obwohl sie nur unter Anführungszeichen auf Position 3 in der Welt steht, Ding Ning ist die Führende in der Weltrangliste. Ich glaube, also ich hat sehr viele Auftritte gehabt und aber Ding. Fünf, langsam aber sicher kommt auch Ding Ning besser ins Spiel, nimmt ein bisschen Fahrt auf. Und Österreich gefällt ihr dieser Ding Ning. Der Junioren-WM 2005 hat sie den Doppeltitel hat sie schon. Nell, beide eher bevorzugen die Vorhand. Ja, beide sind Angriff so am Tisch und trifft den Ball sehr früh. Wird im Halbfinale, da ist sie an ihrer Landsfrau Liu Shiwen gescheitert. In 10 und 2004 hier in Wales hat sie auch gewonnen, das Doppel. Aber ein Einzeltitel, der fehlt ihr noch und den möchte sie heute unbedingt. Und das ist natürlich bei so einem Spiel nicht optimal, wenn sie nicht hundertprozentig fit ist. So, das sind die ersten Satzbälle. Was will man dazu noch sagen? Die Seite offen, sie nimmt den Ball früh im Aufsteigen. Das ist das Problem. Sie muss sehr fokussiert sein auf ihre Vorhand, weil ich glaube, wenn Li Xiaoxia den Na gut, den dritten Satzball, den macht sie. Und es war natürlich 1:0 für Ding Ning. Vergebenen Goldmedaillen bei Olympischen Spielen hat China gewonnen. Eine unglaubliche Statistik eigentlich. Bei den Chinesen ist, dass die nächste Generation noch stärker ist. Und im Nachwuchsbereich wird einfach so professionell gearbeitet und das haben wir schon verloren. Ja. Sind wir bei euch? Ihre Hand schüttelt und sie ist irgendwie nicht so angespannt und haben. Schauen Sie in diese Augen, diesen Blick. Ich glaube, in diesem fokussiert. Spiel ist egal, man achtet dann Ende. Das ist so viel. Das ist so gut. Sie kann noch lachen. Das wird ja hoffentlich irgendwann einmal nicht vergehen. 8:6 jetzt. +2 für Li Xiaoxia.
Dinging macht sehr große Bewegungen mit Vorhand und dadurch wird sie auch relativ langsamer und man sieht auch in der Vorhand und Lichauer macht sehr gute Platzierung. Die psychologische Selbstunterstützung ist bei ihr ganz, ganz wichtig. Ja, tolle Aufnahme, die uns der Manfred Kuterner, unser Regisseur, liefert. Genommen beim Service. Ja, bei diesem Stand ist ungewöhnlich. Blöd. Ist ganz ist ein beinharter Kampf um den Turniersieg. Dann nicht schlecht. Holt der Spielerin. Man sieht auch, dass sie mit der Rückhand oft Spin spielt. Das ist gut. Sie versucht den ganzen Tisch mit Vorhand zu spielen, nur mit solchen großen Bewegungen. Wenn sie am Rückhand die Position verliert und den Ball so spät trifft, und dann ist Vorhand komplett frei und ich aus ja mach's jeden Punkt mit dieser Taktik. Ball für Li Xiaoxia. Wieder Vorhand. Oh. Nun ja, 2-0. In Sätzen. 12. Ja, schöne Studien. Aber ich bin gespannt, ob Li Xiaoxia jetzt diesen Willen noch hat. Sie zeigt die ganze Zeit, dass sie Handschmerzen hat und ich glaube, sie spielt jetzt auch nur 80%, was sie hat. Und das reicht dann nicht, gegen Dingding zu siegen. Ja. Da muss man schon mehr als 100%. Ja. Wird das nichts, deiner Meinung nach? Schwer, die bessere ist. Ja, sie hat jetzt auch eindeutig die besseren Karten. Hätte spielen kann. Dingding won 4-0. Schade, wir hätten noch gerne viel, viel mehr gesehen, wenn Li Xiaoxia diese beiden Sätze gewonnen hätte oder den zweiten Durchgang gewonnen hätte, wenn es 1-1 in Sätzen gestanden wäre. Ich glaube nicht, dass sie dann W.O. gegeben hätte. Wir hätten natürlich viel, viel mehr gesehen. Wir hätten gerne da noch einen dritten oder möglicherweise einen vierten Satz gesehen. Das war eine hochklassige Begegnung. Sie nimmt es hoffentlich locker, Li Xiaoxia.